Rosi und die Kamera. Rosi hat von ihrem Vater eine Kamera bekommen. Sie setzten sich ins Wohnzimmer. Willst du wissen, wie eine Kamera funktioniert? Nein, das habe ich heute in Physik gelernt. Also, der Fotoapparat besteht aus einem Objektiv und einem Gehäuse. In dem Objektiv befinden sich Linsen, die als eine Sammellinse betrachtet werden können. Zusätzlich befindet sich im Objektiv vor der Linse eine Blende, die den Lichteinfall reguliert. Das Gehäuse ist lichtundurchlässig. In ihm befindet sich der Film, welcher durch Lichteinfall belichtet wird und somit Bilder speichern kann. Um die Bildentstehung konstruieren zu können, nutzten wir die optische Achse und die Linsenebene. Das einfallende Licht wird an der Linse gebrochen. Man konstruiert das Bild mit Hilfe des Parallelstrahls, dem Mittelpunktstrahl und des Brennpunktstrahls. Die drei Strahlen treffen sich auf dem Film. Dasselbe passiert mit allen Punkten des Gegenstandes. So entsteht ein seitenverkehrtes, umgedrehtes und scharfes Bild. Die Blende reguliert die Menge des Lichtes, das auf den Film fällt. Stopp! Ich will das auch nochmal hören. Also, der Fotoapparat besteht aus einem Objektiv und einem Gehäuse. In dem Objektiv befinden sich Linsen, die als eine Sammellinse betrachtet werden können. Zusätzlich befindet sich im Objektiv vor der Linse eine Blende, die den Lichteinfall reguliert. Das Gehäuse ist lichtundurchlässig. In ihm befindet sich der Film, welcher durch Lichteinfall belichtet wird und somit Bilder speichern kann. Um die Bildentstehung konstruieren zu können, nutzen wir die optische Achse und die Linsenebene. Das einfallende Licht wird an der Linse gebrochen. Man konstruiert das Bild mit Hilfe des Parallelstrahls, dem Mittelpunktstrahl und des Brennpunktstrahls. Die drei Strahlen treffen sich auf dem Film. Dasselbe passiert mit allen Punkten des Gegenstandes. So entsteht ein seitenverkehrtes, umgedrehtes und scharfes Bild. Die Blende reguliert die Menge des Lichtes, das auf den Film fällt. Hast du echt gut gemacht. Rosi, was du alles weißt.